Installation Aquasativa Live V2.0 Aquatech Plus Systems für lebendiges Wasser. Vor der Installation des Geräts muss sichergestellt werden, der Wasserdruck 4 bar nicht überschreitet. Der nächste Schritt ist die Überprüfung des Inhalts des Sets und die Vorbereitung der notwendigen Geräte. Im Set befinden sich ein T-Stück für den Wasseranschluss mit Durchflussregelung, eine Halterung für Abwasserrohr und notwendiges Zubehör, einschließlich Ersatzklemmringe für Schnellkupplungen, insbesondere ein Wasserzufuhrrohr, ein Einwegauslauf mit dem notwendigen Zubehör sowie das Aquasativa Live-Gerät. Wir schließen das Gerät gemäß der Abbildung an. Das Gerät kann an der Wand befestigt oder freistehend platziert werden. In diesem Fall wird es an der Schrankwand befestigt. Wir beginnen mit der Montage des Geräts. Dazu übertragen wir die Maße der Montageöffnungen auf die Schrankwand. Der nächste Schritt ist die Montage der Schrauben. Wir prüfen, ob das Gerät zu den vorbereiteten Halterungen passt. Wir beginnen mit der Montage des T-Stücks. Wir schrauben den Wasserhahnanschluss ab und montieren das T-Stück. Zur Verteilung des kalten Wassers zwischen dem Gerät und dem Wasserhahnanschluss. Beim Einbau muss darauf geachtet werden, jeder Schlauch, der in das Gerät oder das T-Stück eingeführt wird, fest eingedrückt ist, da sonst die Gefahr eines Lecks besteht. Der nächste Schritt ist die Vorbereitung des Wasserzufuhrrohrs. Dazu müssen wir das Rohr auf die entsprechende Länge zuschneiden. Wir montieren das Gerät auf die vorbereiteten Schrauben. Ein Loch für den Einwegauslauf muss vorbereitet werden. Wir bohren ein Loch und montieren den Einwegauslauf. Es ist notwendig, das Wasserzufuhrrohr vorzubereiten, damit es unter Wasserdruck nicht löst. Notwendiges Zubehör ist enthalten. Wir setzen den Befestigungsring auf den Auslauf, dann den Klemmring. Anschließend muss die Hülse in das Rohr gedrückt werden. Was die Montage des Auslaufs betrifft, so erfolgt diese gemäß dem Schema. Hauptbefestigungsring, Dichtung, Unterlegscheibe, Mutter, sowie wo die Finger auf der Arbeitsplatte sind und auch vielleicht. Wenn der Einwegauslauf angeschraubt ist, können wir mit der Befestigung des zuvor vorbereiteten Wasserzufuhrrohrs beginnen. Wenn das gesamte System fertig ist, drehen wir das Wasser auf. Den Wasserdruck können wir auch am T-Stück regulieren. Wir beginnen mit dem Spülen des Systems für etwa 5 Minuten. In der ersten Woche sollten mögliche Lecks täglich überprüft werden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf des Geräts für lebendiges Wasser. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung.